Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Wir wissen, dass da irgendwelche Hoshis sind. Und ich frage mich, ob wir die von hinten überraschen können. Weil es ist dunkel und ich würde gerne die Chance nutzen, dass es dunkel ist und von einer anderen Seite kommen. Vielleicht kommt der Bär, haps und ich bin weg. Das wär's. Aber es gibt immer einen Schleichweg. Könnt ihr mir nicht erzählen. Wobei, ich meine, wenn ich da so eine Hütte auf dem See bauen würde, ich würde auch nur einen Eingang nehmen. Was sieht aus, als könnten wir uns von hinten anschleichen. Wir müssen halt nur wirklich die Pilze wegnehmen. Die leuchten nämlich richtig krass. Und es ist natürlich auffällig, dass wir die Pilze eigentlich mitnehmen, ne? Ich meine, wenn plötzlich die Pilze erlöschen. Ja, würde ich auch denken. Holy shit! Warum jedes Mal diese Scheiße? Wieso? Frag mich nicht. Ich bin anscheinend hier reingeschwommen und da rausgekommen. Ich wollte doch nur den Pilz. Oh. Warum müsst ihr mir das Leben immer so schwer machen? Bis ich ankomme, ist es wieder hell. Wo könnt ihr ausgehen? Da muss einer sein. Weil meine Waffe zielt automatisch hin. Da. Ein geklautes Schild aus der Stadt? Ja, ich find's cool. Hier ist eine Treppe. Aber wenn da eine Treppe ist. Nee. Alles Lügengeschichten. So ist man so dumm und macht mehrere Wege zur Basis. Also völlig bescheuert. Na guck mal, da hängt jemand. Okay. Wie spät haben wir es eigentlich? Ach, kurz nach null. Das geht ja noch. Verdammt. Wir haben von Tag zu Tag mehr Pech. Was meinst du damit? Nicht was, sondern Heimat. Kennst du diesen Streuner, den die Pioniere aufgegriffen haben? Klar, was ist mit dem? Der Typ ist entkommen. Das Problem ist jetzt, dass er nicht alleine war. Na und? Wir erwischen doch immer alle. Den ersten vielleicht. Den zweiten allerdings. Niemand, der es versucht hat, lebt noch. Angeblich hat er schon 20 von uns umgebracht. Na, mindestens 50. Hast du das etwa verschlafen? Der ist wirklich gut. Was bedeutet, wenn wir ihn fangen? Möglich. Also halte deine Augen offen. Verzieh die Schlange. Okay, dich kann ich nicht töten. Weiß nicht, ob ich da schon hoch darf. Anscheinend nicht. Ernsthaft? Ich muss darauf achten, dass der nur noch alleine ist. Die laufen aber nur zu zweit rum. Das ist echt kacke. Verzieh die Schlange, ey, ganz ehrlich. Könnt ihr euch nicht trennen, bitte? Es fällt auf, wenn... Verfolgt mich die Schlange? Fällt bestimmt auf, wenn ich den erschieße, ne? Oh, ich bin schon wieder aufgestanden. Scheiße. Das hat schon wieder geleckt. Aber er hat es nicht gemerkt.
Ernsthaft? Wieso ist der nicht gestorben? Mein Freund, warum musste das passieren? Ich seh ihn! Er ist hier! Und die Schlange nervt. Oh, ich fass das nicht. Wieso hab ich den nicht getroffen? Scheiße. Jetzt hör mal auf, Mann! Oh. Es ist doch nicht dein Ernst. Oh Mann, warum habe ich den nicht getroffen? Warum bin ich so schlecht, Leute? Ich bin nicht hinterm Baum, ich bin auf eurer Hütte. Aber tut ruhig so, als wäre ich hinterm Baum. Ich kann die alle gar nicht sehen. Ach Mann. Wie er es mal gewackelt hat. Wieso hat er zwei Waffen? Aber vielleicht hätte ich die Waffe aufheben sollen. Ach, scheiße. Kann ich ja immer noch, ne? Ach, das ist nur eine Pistole. Da, die Waffe will ich haben. Okay, ich glaube, die haben mich verloren jetzt währenddessen, ne? Da sehe ich schon mal einen Strahl. Gut, dass die sich jetzt... Darf nicht im Licht sein. Wie kannst du mich überhaupt sehen? Mehr als fragwürdig. Okay, wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Warum sind das die Guten, oder? Die Pioniere, nicht die Piraten. Habe ich da gerade was gesehen? Ich glaube nicht, dass ich bis da hinten durchkomme. Okay. Wir müssen zuerst das Licht ausmachen. Was bist du denn? Ach, eine Armbrust. Ach, gegen den habe ich schon gekämpft. Macht euch da mal keine Sorgen. Scheiße, nein, ich bin nicht hier. Wer hat mich gesehen? Oh, eine neue Sache, nice. Hör auf zu schlagen, da war eine Waffe, die wollte ich auseinander... Nimm die Waffe auseinander! Auf irgendwelche Sachen zu schlagen. Und wieso kriege ich die Pfeile nicht? Geht doch. Mann, also manchmal... Da weiß ich nicht, was dümmer ist. Die Steuerung oder ich? Mist. Von da hinten hast du mich gesehen? Ernsthaft? Ha, der Streuner ist unter dem Baum. Ach nee, der hat mich gesehen. Oh, das ist ein Schädel, kein Kopf. Ich dachte, das wäre der Kopf. Okay, da komme ich noch nicht hin. Weißt du, immer wenn ich schleichen will, verkacke ich es einfach. Ich verkack's einfach. Einfach so. Zack, verkackt. Sei es nur ein kleiner Schuss. Weißt du, ich denke ja richtig gut nach und alles und es funktioniert auch. Ah, das ist die richtige Seite.
Aber die Umsetzung, ich krieg das nicht hin. Aber ich will. Ich will ja. Na gut, gehen wir weiter. Beim nächsten Mal. Wenn es ein nächstes Mal gibt. Wahrscheinlich treffe ich nur noch auf Bären. Ich hoffe, ich kriege mein Loot-Gedöns wieder. Obwohl, das habe ich ja hier verloren, ne? Das ist ja nicht im Zug. Weißt du, nicht sagst, oh, guck mal, ein Souvenir. Oh. Habt ihr mich gerade im Toilettenhäuschen beobachtet? Das finde ich jetzt nicht so nett. Ich werde nicht so gern beim Kacken beobachtet. Oder sehen die genauso wie ich den Strahl? Vielleicht sind sie ja genauso. Ich wollte gerade sagen, schlau wie ich, aber ich... ich glaube, das kann ich nicht sagen. Nicht nach dem heutigen Tag. Ah, gebt mal wenigstens euren Loot her. Fühle ich mich nicht so schlecht, wenn ich ein bisschen was an Zeug kriege. Wer hängt sich denn sowas auf? Und sowas in der Küche? Oh, heute braten wir uns ein paar Hundewelpen. Hm. Da haben wir auch schon das Rezept. Man lege 5 Stück zusammen und wartet, bis sie in der Sonne verglühen. Ich glaube, ich habe alle getötet. Das kommt davon, wenn man mich beim Scheißen beobachtet. Also Leute, solltet ihr jemals sehen, dass ich auf die Toilette gehe? Lauft nicht hinterher. Wieso sollte es mir leid tun, wenn ihr alle tot seid? Was war das für ein Geräusch? War es das Geräusch für alle tot oder war das das Geräusch für du bist das größte Arschloch der Welt, weil alle tot sind? Was irgendwie ein und dasselbe Geräusch wäre. Ich hab's versucht. Sie wären alle noch am Leben, wenn sie mich nicht gesehen hätten. Wo ist der Typ hin? Er ist verschwunden. It's a magic. Ne, der ist hier umgefallen, ne? Wie die Geräusche auch weniger werden, wenn man irgendwo reingeht, aber das ist jetzt nicht wirklich schallisoliert, wo wir reingegangen sind. Oh, Messerchen. Okay, wir sind wieder zurück. Oh. Das ist ein Pfeil von mir. Hä? Ich glaube, da war eine Leiche. So, nur noch hier rauf gehen und dann können wir weiter latschen. Aber ich muss hier alles untersuchen. Immerhin habe ich ziemlich viel Munition hier reingesteckt. So, wie viel Munition habe ich jetzt noch für das Ding? Oh, 34, also. Pi mal Daumen haben wir noch keinen großen Verlust gemacht. Alles klar. Ah, der Sack ist ins Wasser gefallen. Schade. So, und wo finden wir jetzt unser Bötchen, das mir versprochen wurde? Oder habe ich jetzt alle umsonst umgebracht? Du willst... Viren und Bedrohungsschutz. Dateien überprüfen, die von Windows Defender an Microsoft gesendet wurden. Ach komm. Geh mir weg damit. Jetzt muss ich sogar kurz das Spiel verlassen wegen der Scheiße. Nein, weg damit. Oh, heute läuft alles schief.
So, ich vermute mal, wir haben das Bötchen runtergelassen. Also tippe ich jetzt mal stark drauf. Damit können wir also zum Dampf fahren. Ah, hier geht's runter zum Boot. Oh, ich hoffe, hier ist kein Riesenfischi. Nach dem Bären habe ich echt da keinen Bock drauf. Hä, wo ist das Boot? Hä? Ich dachte, ich habe das Boot runtergelassen. Das ist das Boot? Ist es dahin zurückgeschwommen? Oder wie? Hä? Wir haben hier einen Hebel. Ja, haben wir gedrückt. Aber ich sehe... Ach, weißt du was? Hinterfragen wir das mal nicht. Dinge ergeben manchmal keinen Sinn. Was auch immer das für Geräusche waren. Mich interessiert es nicht. So, gleich kommt der Bär aus dem Wasser gesprungen. Ich find's ein bisschen blöd mit dem Licht. Also bin ich eigentlich nur eine Fackel auf dem Wasser. Ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser in Spielen. Ich hasse Wasser in der Realität. Wasser ist scheiße. Und jetzt? Keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt, aber die Radioaktivität dreht durch. Okay, wieso sind wir jetzt nicht direkt zum Damm? Also, von der Möglichkeit her. Ah, oh, das gefällt mir nicht. Warum sind hier schon wieder Tote? Könnt ihr nicht mal lebendig sein? Ich mag euch doch. Ich meine, ich verkack's zwar immer, aber ich mag euch. Wirklich. Es geht hier noch höher. Ah, da kann ich runterspringen. Ah, nicht runterspringen, sondern mit dem Seil, ne? Und hier ist das verstrahlte Gebiet, von dem sie geredet haben. Die Frage ist er gestorben wegen der Verstrahlung? Oder wegen des anderen? Ah, so ein Fabrikgelände erinnert mich immer an Ghule. Bist du noch im Leben? Kannst du mir irgendwas sagen? Warum bist du tot? Warum seid ihr nicht am Leben? Oh, oh. Ja. Mein Infrarot habe ich immer noch nicht zurückbekommen, oder? Ja. Gute Idee. Sehr gute Idee, Zero. Doch, und plötzlich ward es hell. Ich muss hier gar nicht hin. Aber ich kann. Das ist das Irritierende daran. Ich verstehe. Kann ich nicht...
Nein, kann ich nicht. Ach, Schlange! Oh, mach keinen Scheiß. Kann ich hier hin? Ja. Nice, nice, nice. Oh! Oh, oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, ich habe alles verkackt. Oh mein Gott, ich habe alles verkackt. Der Admiral ist noch da. Okay. Dann sind hier doch noch Mannequins. Das freut mich. Auch wenn ich hier andere stampfen höre. Was mich nicht so freut. Aber wie komme ich zum Admiral? Ist das das Generator-Ding jetzt Kirchens oder... Ah. Leck mich. Kann ich da nicht irgendwas machen? Bullshit. Kann ich mal ein Rädchen ziehen? Ich find's immer schön, wie detailliert die Aufgaben sind. Keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich meine, klar soll ich hier hin. Das ist mir bewusst. Und dann... Schreck meines Lebens. Ich sehe kein Schloss. Ich will auch gar nicht hin. Oh, ich vergaß. Ich würde sehr gerne hier hoch. Ah. Scheiß Schlange. Ist er da wieder am Futtern? Der ist wieder am Futtern. Ho! Scheiße, jetzt sind die auch noch zu zweit, oder? Und ich kann nicht schießen, weil sonst der Admiral weiß, dass ich komme. Wie ich nicht treffe, oh mein Gott, ich bin so geistig. Oh mein Gott. Was ist denn hier los, sag mal? Ah.
Jetzt stirb doch halt mal! Erstmal furzen, ne, Kleiner? Erstmal furzen. Ich check's nicht. Vielleicht muss ich hier tagsüber rumlaufen. Na, Halleluja. Zwei Stück kriege ich wieder. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Ich kann doch irgendwie die Munitionsart wechseln, ne? Ob der Admiral jetzt weiß, dass ich da bin? Zumindest die ganzen Viecher wissen's. Gut, Freunde, mit diesen Aussichten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.